Das ist Elena. Sie hat im Zelt übernachtet und steht gerade auf. Und sie stellt fest, das Gras ist total nass, obwohl es nicht geregnet hat. An den Grashalmen hängen kleine Wassertropfen, die in der Sonne glitzern. Wo sind die hergekommen? An den Füßen fühlt sich das Gras nass und kalt an. Sogar auf einem Marienkäfer gibt es kleine Wassertropfen. Am besten kann man diese Wassertropfen an den Fäden von einem Spinnennetz sehen, so wie hier. Da hängen kugelrunde Wassertröpfchen wie die Perlen an einer Kette. Das sind Tauperlen. Fast an jeder Grashalmspitze hängt eine Wasserperle. Nach Regen ist es nicht so. Die kleinen Wassertropfen an den Grashalmen kommen vom Morgentau. Aber wo kommt das Wasser eigentlich her? Wir wollen mal beobachten, was mit dem Wasser passiert. Tagsüber scheint die Sonne vom wolkenlosen Himmel und die Luft wird wärmer. Und das passiert mit den Wassertropfen. Zuerst verschwinden die allerkleinsten an den Kanten der Grashalme. Auch die größeren Tropfen werden kleiner und verschwinden nach und nach. Die Wiese dampft richtig in der Morgensonne. Das Wasser verwandelt sich vom flüssigen Wasser auf den Grashalmen in Wasserdampf in der Luft. Ist es da über Nacht auch hergekommen? Das wollen wir auf dieser Wiese beobachten und filmen. Tagsüber ist es sonnig und trocken. Vom Wasserdampf in der Luft ist nichts zu sehen, weil die Wasserteilchen da sehr fein verteilt sind. Das Wasser ist jetzt ganz gasförmig. Es gibt keinen Regen und auch keinen Tau. Das Gras fühlt sich ganz trocken an. Kurz vor Sonnenuntergang fliegen Kraniche am Himmel, Richtung Süden, wo es wärmer ist. Klar, es ist Herbst und den Kranichen wird es bei uns jetzt zu kalt. Wir stellen eine Zeitrafferkamera auf und ein Filmlicht, das die ganze Nacht hindurch brennen soll. In der Sonne ist die Luft für einen Herbsttag noch ziemlich warm, 17,4 Grad Celsius. Im Schatten ist es aber schon deutlich kühler geworden. Das Gras sieht immer noch trocken aus. Am Abendhimmel bilden sich weiße Streifen hinter den Flugzeugen. Und schon ist die Sonne weg. Jetzt starten wir die Zeitrafferkamera. Das Gras sieht immer noch trocken aus. Je dunkler es wird, umso kälter wird es auch. Die hellen Streifen hinter den Flugzeugen heißen Kondensstreifen und entstehen vor allem durch Wasserdampf. Ganz oben in der Luft gibt es auch Wasserteilchen, aber weniger als unten. Es ist windstill und wolkenlos. Die Luft hat sich weiter abgekühlt. Es ist so kalt, dass die Feuchtigkeit aus der warmen Atemluft einen richtigen Dampfhauch erzeugt. Das Gras fühlt sich jetzt kalt und ein bisschen feucht an. Die ganze Nacht bleibt sternenklar und es wird richtig kalt. Wir messen nochmal die Temperatur. Um 4 Uhr morgens sind es nur noch 3,2 Grad Celsius. Das Gras fühlt sich jetzt nass und sehr kalt an. Endlich zeigt sich ein Licht am Horizont und die Sonne geht auf. Wir schauen, wie es auf der Wiese aussieht. Überall glitzern Tautropfen in der Morgensonne, vor allem an den Spitzen der Grashalme. Und so sieht die Zeitrafferaufnahme aus. Erst passiert nichts. Und dann bilden sich die ersten kleinen Tröpfchen. Es werden immer mehr. Je kälter es ist, umso größer werden die Tröpfchen. Um 4 Uhr morgens ist alles mit Tröpfchen überzogen. Auch dieses Spinnennetz. Dass sich Wassertröpfchen bilden, hat mit der Abkühlung der Luft zu tun. Das kann man gut an so einem Glas sehen. In dieses Glas kommt kalte Flüssigkeit. Wir probieren mal den Apfelsaft aus dem Kühlschrank. Der Saft hat eine Temperatur von ungefähr 3 Grad Celsius. Durch den kalten Saft kühlt sich das Glas ab. Es dauert einen Moment und dann beschlägt das Glas. Es bekommt einen hauchfeinen Überzug aus Wasser. So sieht das in der Großaufnahme aus. Der Wasserdampf aus der Luft verwandelt sich in flüssiges Wasser am Glas. In Wirklichkeit dauert das ein paar Minuten. Und das passiert, weil bei Kälte weniger Wasserteilchen in die Luft wandern können als bei Wärme. Die Luft am kalten Glas wird kühler und ein Teil der Wasserteilchen hat dadurch zu wenig Geschwindigkeit, um gasförmig zu bleiben.
Sie verbinden sich zu flüssigem Wasser am Glas, weil sich Wasserteilchen ein bisschen anziehen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie bei diesen Kugeln. Das sollen kleine Wasserteilchen sein. Bei genügend Wärme fliegen viele Wasserteilchen durch die Luft, sind also gasförmig. Wenn es kälter wird, werden sie langsamer und mehr Teilchen verbinden sich miteinander, so wie flüssiges Wasser. Das kennt ihr bestimmt vom Fenster oder von der Terrassentür. Draußen ist es ziemlich kühl, nur 9,6 Grad. Innen ist die Luft viel wärmer, 21,3 Grad Celsius. Wenn die Terrassentür geöffnet wird, kommt die warme Raumluft an die kalte Außenscheibe der Tür und kühlt sich ab. Ein Teil der gasförmigen Wasserteilchen wird langsamer und schlägt sich als Flüssigkeit nieder. Das heißt, es kondensiert. Manchmal kondensiert Wasser auch innen am Fenster. Dann ist das Fenster auf der Innenseite so kalt, dass sich Wasser absetzt. Es passiert einfach immer, wo Luft so stark abgekühlt wird, dass einige Wasserteilchen zu wenig Geschwindigkeit haben, um in der Luft zu bleiben. Am Fenster spricht man von Kondensation und auf der Wiese, da nennt man es Taubildung. Das Gegenteil von Taubildung heißt Verdunstung. In der Natur passiert das meistens bei Sonnenaufgang, wenn die Luft wärmer wird und wieder mehr Wasserteilchen in die Luft wandern können. Die Tautröpfchen aus der kalten Nacht verschwinden, weil sie gasförmig werden. So lange, bis ein Gleichgewicht von flüssigem und gasförmigem Wasser erreicht ist. Manchmal geht es so schnell, dass wir ausnahmsweise doch mal das Wasser in der Luft sehen können. Dann steigen Dampfschwaden auf und zeigen uns, dass meistens eine ganze Menge Wasserteilchen in der Luft stecken.